Achso, übrigens herzlich willkommen, liebe Freunde. Na, ist, Ach, du hast schon wieder längst auf Aufnahme gedrückt. ja, ich habe auf Aufnahme gedrückt und ich war jetzt gerade schon wieder am Tisch dran. Ich musste gerade mal wieder einen Step zurückgehen, weil ich zu weit war. Also, Und wollte gerade komplett quitten. was? Warum? Hoppala. Ja, ich habe Warum? auf Escape gedrückt. Wow. So, 44 Substrate, dauert 20 Minuten. Da Okay. haben wir ja noch Limestone. Wie lange braucht eins von diesen Advanced Circuits? 13 Sekunden. Lalalalalala, hui. Braucht Gold Wires. Nananana. Relativ Hallo, schnell. Bumsbox. Geh runter. Oh, das ist das erste Mal heute, dass ich, glaube ich, in der Mine bin. Krass, ich werde Wow. hier richtig viel Abwechslung in dieser Aufnahmesession. Ein Ding sollte übrigens reichen, ein Karren. Ein Karren, okay. Ja. Bin ich dran. Dankeschön. Bitte schön. Glaube, ich mache von den Substraten doch erstmal weniger. Und runter. Kriege ich vielleicht diese Advanced-Dinger noch fertig? Also ich hatte gerade kurz inzwischen in den Aufnahmen gesagt, das ist, da wir heute aus Zeitgründen, das ist wohl die letzte Folge sein wird, will ich eigentlich ganz gern noch die Laser zum Ende der heutigen Aufnahme anstellen, weil ein Laser braucht Zwei Stunden. ungefähr eine halbe Stunde, mal vier sind wir bei So. 2 Stunden, ja. Genau. Jetzt gucke ich mal, ich muss. Wie viel von den Dingern produzieren? Ich glaube, 11 waren das gewesen, ne? 11, genau. Das heißt, ich brauche noch 33. Guck mal, wie viel von den Ich Substraten bräuchte. laufe. Ah, ich brauche gar nicht mal so viele von den Substraten. Muss mir noch Kochtöpfe kaufen. Wirklich? Weißt du, was Ja. ich mir letzten Tag gekauft habe? Was denn? Einen Blumentopf und Blumenerde. Oh. Ich Was habe ein. pflanzt du ein? Ich keine Ahnung, wie das heißt. Eine Pflanze. Etwas Grünes. Okay. Ich frage nicht So. weiter nach. Nee, das sind normale. Gebackene Tomaten waren böse, ne? Ja. Ja, nämlich gebratene Tomaten. Das ist okay. Vor allem, warum finde ich eigentlich nur Gemüse, wenn wir so viel Fleisch haben? Das weiß ich auch nicht, weil du in der falschen Kiste guckst. Wahrscheinlich. Egal, ich ernähre mich wenigstens in diesem Spiel etwas gesund. Ja, immerhin hier. So, und ich kann werde die Laser heute noch anstellen. Das habe ich gerade schon mal Yay! überschlagen. Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir beim nächsten Mal tatsächlich die letzte Aufnahmesession haben werden. Das ist Musik Ja. in meinen Ohren. Ja, es wird wahrscheinlich so sein, ja. Ist okay. Ich weiß, du weinst nach der Aufnahme manchmal, Ja, deswegen, aber. weil ich das alles so sehr vermisse, in Minen zu gehen und Steine zu schlagen. Aber hier steht nirgendwo erklärt, wie die Laser funktionieren, ne? Oh Gott. Okay, was ich natürlich nochmal eben gucken muss. Consumes 6000 Watt. Statuskomponente. Also, ich vermute, dass es beim nächsten Mal die letzte sein könnte, aber wir müssen natürlich berücksichtigen, dass wir dafür gegebenenfalls noch eine Steuerung und sowas brauchen. Versorgung 6589. Ich mache noch mal ein paar Windräder, weil ich glaube, wir werden noch Windräder brauchen. Eventuell. Wie viele Windräder kann ich noch machen, bevor ich die Laser anstellen muss? Vielleicht schaffe ich nächste Woche ein bisschen früher nach Hause zu kommen. Oh Dann ein nein, dafür brauche ich auch bisschen. Advanced Circuits. Okay. Dann haben wir eine längere Aufnahmesession. Okay, ja. Also, ja, also mit 3 Folgen werden wir es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Wahrscheinlich.
Weil ich muss jetzt gerade auch nochmal Advanced Circuits mopsen, die ich eigentlich für die Laser brauche, um Windräder zu machen. Okay. Das ist gerade sehr ärgerlich hier. Also normalerweise fahre ich immer, weil wir haben aktuell Schienenersatzverkehr. Dementsprechend muss ich immer ein bisschen früher losfahren, damit ich meinen Zug erwische. Deswegen bin ich auch immer ein bisschen früher zu Hause. Ja. Das heißt, ich könnte 18:30 schaffen. Du, also jede Minute früher wäre okay, aber setz dich nicht unnötig unter Druck. Ich mach's gerne, wenn es die letzte Aufnahme Session Eco ist. Ja, ich kann's dir, ich kann nicht in die Zukunft gucken, ich kann's dir nicht versprechen. Ich gehe aktuell davon aus, aber wie gesagt, also wir müssen auf jeden Fall noch Energie irgendwie bekommen und das ist halt gerade das Ding. Ich versuche jetzt eine zweite robotische Fertigungsstraße irgendwie noch reinzustellen, damit ich parallel Windräder und Laser bauen kann. Weil die Windräder dauern halt auch ewig lange. Scheiß Windräder. Aber das ist das wahrscheinlich einfachste Rezept zur Gewinnung von elektrischen Strom. Und wo mache ich diese Kack-Servomotoren? Mann! Sind nur, da bin ich froh, dass du die Scheiße machst. 12 Trillionen Tische hier. Ach da, Servomotoren. Okay. Das war der verstärkte Kunststoff. Gut, ich hoffe, ich kann mir da noch... 4 Stück brauche ich ja nur. Abzweigen. Dann mache ich nämlich noch eine weitere robotische Fertigungsstraße. Passt sie da überhaupt da oben in den Podom-Bunker noch rein? Vielleicht. Wird es hässlich aussehen, aber eventuell ja, okay. Nehme ich auch hier irgendwas weg, was wir nicht unbedingt brauchen. Ich glaube, einen Ästhetikpreis gewinnen wir sowieso nicht mehr in dem Let's Play. Ich werde sowieso auch das eins von den Level 4 Modulen hier, das nehme ich schon mal raus. Die Maschine brauche ich sowieso nicht und das dauert jetzt auch viel zu lange und zu viel Ressourcen, ein komplett neues Modul herzustellen. Ja. Lass mal das Substrat durchlaufen. Bevor ich runtergehe und gucke, hattest du den Limestone schon rübergebracht? Noch nicht, aber ich bin gleich auf dem Weg. Nee, alles gut. Es eilt jetzt nicht. Nur bevor ich jetzt runterrenne und das suche, frage ich lieber einmal, weil du ja gerne mal Sachen einfach reinlegst. Aber ich komme jetzt. Der Schein reicht. Der ist so alt. Ja, und vor allem der ist... Oh. That's what she said. Hat sie nicht gewagt. That's what she said. So, ja. Limestone ist drin. Dankeschön. So, crushed Limestone. Mach ich direkt das, was du mir gebracht hast, kaputt. Yay. Ey, so. Vor 3 Minuten. Da. Normalerweise hätte ich jetzt hier auch beim Betonbunker noch eine schöne Treppenanlage installiert, um nach oben zu kommen, anstatt so eine poplige Leiter. Aber man muss halt Abstriche machen, wenn es platzsparend sein soll. Normalerweise hätte ich den Betonbunker auch als separates Haus gebaut, aber... Dann hätten wir noch mal rund 20... Der Bunker hat jetzt aber auch schon was Klassisches, ne? Eigentlich hätte ich die Fenster rauslassen müssen. Ich hätte kein Licht hier drin gehabt, wäre stockfinster. Einfach nur, wo du hinguckst, Beton. Ja. Das Sinnbild unseres Lebens hier. Ich habe auch, glaube ich, so jede... Teilweise habe ich sogar auch schon angefangen, die Aussichten aus den Fenstern... als Thumbnails zu nutzen, weil ich halt in der Folge nichts anderes sehe, außer diesem Betonbunker. Ja, wie oft ich schon einfach nur Steine als Thumbnail hatte. Wow. Steine. Weil ich ständig unten im in Höhlen bin.
Okay, robotische Fertigungsstraße muss ich dann als nächstes machen. Oh, und ich sehe gerade, dann brauche ich auch wieder Elektromotoren. Die muss ich neu machen. Oh, die brauche, habe ich ja auch für die Dings gemacht. Aber die sind nicht schwer. Die kriege ich relativ schnell. Brauchst du noch irgendwelche Ressourcen jetzt? Gerade ist die wertvollste Ressource für mich die Zeit, Chi. Nein, aber auch für zukünftig. Kannst du da schon irgendwas sagen, was du vielleicht nochmal brauchen könntest? Aktuell, glaube ich, habe ich alles, was ich brauche. Okay. Diese Musik, die immer die Fertigungsstraße einfach spielt. Damit du ein bisschen Unterhaltung da oben hast. Nachdem du schon sonst nichts mehr mitkriegst. Also ich habe hier gerade die Windräder angestellt. 10 Stück. Also im Optimalfall sind das... Eins macht, glaube ich, 1000 Watt. Mal 10 sind 10.000 Watt. Das reicht für fast 2 Laser. Na, die anderen können wir doch von den anderen abzwacken, oder? Das Problem ist... Die nehmen sich gegenseitig wieder den Wind, ne? Ja. Das heißt, wir können nicht die einfach alle nebeneinander stellen, stumpf. Und ich weiß nicht, was für eine Range die haben. Deswegen muss ich mal so ein paar strategische Plätze nehmen. Aber kriegen wir schon. Das wird wahrscheinlich das geringste Problem sein. Ich glaube eher, dass die... Also wie gesagt, die Zeitressource, Chi, das ist momentan das Thema halt. Wir haben alles zusammen, was wir brauchen. Nur die Sachen müssen alle irgendwie hergestellt werden. Ist ja ätzend. Ja, du, ich wünschte, ich könnte was anderes sagen. Na, 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 na. Ich freue mich am Freitag auf Mario Kart. Kommen neue Strecken auf die Switch. Das habe ich noch so als Thema wechseln. So, noch gar nicht von dir vernommen bisher. So über Discord zum Beispiel. Ja, da steht ja im Streamplan drin. Da muss ich es ja kommunizieren. Ja, und du hast, glaube ich, nur 2 oder 3 Mal erwähnt, dass du dich sehr drauf freust. Na, heute habe ich noch einmal geschrieben, dass ich Bock habe auf Mario Kart. Aber das war auch mitten in der Arbeit. Da habe ich auf alles Mögliche Bock, außer auf Arbeit. Was? Wobei ich mir jetzt wirklich ein Schlaumeier-Buch gekauft habe. Mhm. Wo ich raus lernen kann. Ja, okay. Auf 600 Seiten trockene Theorie über Marketing. Damit ich zumindest die Basics alle wieder weiß. Ich habe natürlich im Studium mal grundlegend kennengelernt, aber das weiß ich nicht mehr. Das war alles irgendwann im ersten Semester oder so. Es kann sein, dass wir die heutige Folge ein paar Minütchen überziehen müssen, aber nicht viel. Das ist okay. Weil allein die robotische Fertigungsstraße, die zweite, braucht jetzt auch nochmal 16 Minuten. Muss ich dann hinstellen und ich bin bemüht, alles schnell fertig zu kriegen, Chi. Das ist okay. Ist okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. So, die Elektromotoren habe ich schon danach angestellt, die zwei, die ich da rausgenommen habe. Advanced Circuits muss ich heute eh nicht mehr zum Schneiden und Rendern, das muss ich morgen machen. Ich überlege gerade etwa. Ah, okay, gut, warte. Wie lange brauchen nochmal die Advanced Circuits? Da muss ich gleich nochmal gucken, weil ich muss die ja wieder nachträglich machen. Das Problem ist, ich habe nur einen Fertigungstisch und das läuft gerade alles über einen Tisch. Deswegen, das ist das Problem. Ich hab dir noch mal ein bisschen Limestone gebracht. Dankeschön. So, ich stelle nochmal Epoxidharz an. Weil du dir nicht sicher warst, ob eins. Ja, ich denke, reicht. Einer wird reichen, aber es schadet ja nicht. So. Ach, fuck you. Dann halt nicht. Elektronik Level 7. Kriege ich eigentlich noch was auf Level 7? Nö. Hast du noch Bewährungsstahl? Ja, müssen wir noch haben. Ein bisschen. Wie viel brauchst du denn? 15.
mal in die Lager. Ich meine, im hinteren müsste noch was sein. Ja. Reicht's auch? Yes. Sehr gut. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, wie viel da jetzt noch drin war. Ah ja, okay, 20 sind jetzt noch drin. Ich glaube, du hast hier schon was. 35 waren schon. Ja. So, warte mal. Lass mal kurz gucken. Advanced Circuit. Also ich brauche auf jeden Fall wieder 44 dann. Ach, dann halt nicht. Das... Doch, macht doch welche hier oder was? Das da und das da. Aha. Voilà. Also. Dann, ja. Wenn du willst, dass ich heute noch die Laser anstelle, dann könnte es sein, dass wir so auf 40, 45 Minuten heute kommen werden. In das der Folge. Ist okay. Okay. Weil ich muss danach noch die Advanced Circuits machen. Also er macht. Jetzt noch Substrate, dann macht er die Fertigungsstraße, dann muss ich die Elektromotoren neu machen, die ich mir von die Fertigungsstraße ausnehme. Und dann muss ich noch die Advanced Circuits machen. Das läuft leider alles mal in denselben Tisch. Ist okay. Ich glaube, die Zuschauer freuen sich bestimmt über eine längere Folge. Ja, wahrscheinlich. Die sind sowieso immer, freuen sich über alles, was wir machen. Könnten einfach auch nur quatschen. Finde ich auch toll. Was brauche ich denn hier nochmal? So. Ich guck mal. Natur kaputt machen. Wuhu. Jetzt werden die Windräder langsam fertig, sukzessive. Oh, ich habe ja noch ein Level 4 Modul drin, warum auch immer. Warum habe ich zwei Level 4 Module? Wo ist das Windrad? Hat er hier reingepackt wahrscheinlich wieder. Ich habe gerade einen Baum gefällt und der fällt einfach nicht um. Jetzt steht er einfach. Aber du kannst ihn trotzdem umhacken. Ja, aber brauche ich gerade nicht. Ich brauche nur die Holzspan. Pulps. Jetzt hat. Pulps. 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 Und der nächste, der einfach stehen bleibt. Ich glaube, die machen das gerne. Ja. Und mehr giftigen Schlamm hier. Zack. Die Windräder nicht gefunden. Ich nehme jetzt giftigen Schlamm aus dem Lager. Da kommt da noch ein 10er Stack. Schön. So, jetzt habe ich wieder über 100 Pulps. Pulps! Geh weiter. Dann kann ich die reinpacken, damit ich Dünger kriege. Aber ich werde auch nicht mehr alle Bücher schaffen. Was? Ach, das ist Windrad. Ja, weil ich dafür erst das eine Kochen leveln muss. Und ja. Schaffe ich nicht mehr. Das ist aber sehr schade. Ja, Vollgas. Hallo, gehst du? Hallo, bitte. Hallo. Komm nicht aus dem Wasser raus. Hilfe. Schlecht, wenn du das nicht schaffst. Was braucht ich? Lederaschendünger. Wie ist das eigentlich? Maximale Ausgabe 1050, 1050. Ach, dafür brauche ich. Oh ja, sowas. Für einen Lederaschendünger brauche ich, surprise, surprise, Leder. Ja. Also hier am Fluss haben die Windräder immer sehr gute, also erfüllen die immer das Maximum an Energie. Immer 1050. Na, dann stellen wir sie doch an den Fluss. Ja, das mache ich auch gerade. Und ich guck mal, ob man die Laser vielleicht später auch irgendwo dort hinstellen kann. Das wäre formidabel. Hole ich dann noch, dass ich vielleicht eventuell noch Windräder von da hinten rüber hole. Ist das eigentlich, kann ich die nicht testweise sowieso schon mal rüberholen oder zieht er die dann direkt bei der Fabrik ab? Ich weiß halt nicht, wie weit die Range von diesen Dingern ist. Weiß ich auch nicht. Vor allem die, glaube ich, ja, die bringen hier hinten sowieso nicht so viel.
Der ist sowieso, der ist nur auf 514, der hat nicht mal die Hälfte. Ich brauche Leder. Leder. Da. Oh, okay, er macht jetzt gerade die... Oh, Moment. Substrate laufen nicht weiter. Warum laufen die nicht weiter? Haben die keine Energie mehr? Fragezeichen? Ja, nee, ist die Straße. Ich schlachte mal einen Bison. Kriege ich 32 Leder raus. Hm. Aber ich müsste ja eigentlich auch noch Leder drin haben. Ja, 95. Hoppala. Kann mal passieren. Okay, die sind zwar nicht optimal, aber ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Das vielleicht noch umstellen? Können wir die nicht auf so Erdestampen hochziehen und die da dann draufstellen? Wir könnten es probieren. Achso, halt, wie viel brauche ich denn noch? 5? Davon. Achso, gar keine mehr. Hey. 20. I'm stupid. Ja. No, jetzt. So, wie viel Energie habe ich jetzt? 8069. Oh. 2, 3, 4, 5, 6 und hier 7 da hinten, okay. Dann kriegen die hier auch die ganze Menge? Blut, Mehl, Dünger. Das kommt ja an, okay. Brauche ich jetzt. Aber warum ging hier das Substrat nicht weiter? Das weiß ich nicht. Weil Glasfaser versteckter Kunststoff fehlt? Fleischreste. Okay, ich breche das mal ab, weil... Ich glaube, ich habe eh genug. Okay. Ja, reicht gerade eben. Eins habe ich auf Reserve. Wow. So, ich brauche jetzt Fleisch. Ah, okay, ich brauche ganz so viel. Gut, sehr schön. Huch. Düngerspezialisierung, Stufenaufstieg, alles klar. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Fleischreste. Fleischreste. Yes. Muss ich davon noch mal mehr machen? Fleischreste. Also wenn du irgendwann Langeweile hast, kannst du das ja gerne mal mit den Windrädern probieren. Ich kann die ja irgendwo hinstellen. Und du kannst die dann ja an Ort und Stelle mit so einem Kackstift hochziehen oder sowas, ich weiß nicht. Wobei, eigentlich brauchen wir es nicht, weil die haben schon maximale Ausgabe hier gerade. Das wäre, wenn dann, für die interessant, die doch nicht auf maximale Ausgabe wären. Das hier, gut, das ist bei 924, das hier ist bei 945. Also, da könnten wir auch maximal aber noch 100 rausholen. Das wird wahrscheinlich am Ende nicht drauf ankommen. Ja, die da oben sind schon ganz gut. Kann natürlich sein, weil die höher stehen, dass die Maximalleistung haben. Die beiden da vorne eben nicht. Ja, ich probiere mal. Also du kannst ja, siehst ja immer unten quasi die Angabe von wegen, da müsste jetzt irgendwo bei dem einen 924, bei dem anderen 945 oder sowas stehen. Ja. Das ist halt das, was die aktuell produzieren und 1050 ist das Maximum. Ich meine, hier am Meer ist das natürlich auch ideal, ne, also da haben die halt auch 1050, ich guck mal eben hier. Okay. Wobei, nee, der hat nur 1000. Ja, am Meer. Okay. Versorgung 2000. Also, der hier hinten am Meer ergänzt das System schon nicht mehr. Der ist zu weit weg, zum Beispiel. Der hat einen eigenen Energiekreislauf. Achso. Aber die Windräder, die hier vorne alle stehen, bei uns am Fluss, die sind alle noch für die Fabrik gültig. Das ist ja gut. Ja, denke ich auch. Weil dann können wir auch da in der Umgebung die Laser aufstellen. Ja, irgendwo da oben, denke ich mal.
Kann ich denn die Windräder einfach so abbauen? Ja. Oder brauche ich dafür deine Berechtigung? Nö, ich müsste es einfach so gehen, denke ich mal. Tatsache. Kannst dich immer daran orientieren, der hat an einer Seite immer diesen Hebel. Und der Hebel ist quasi genau auf der Rückseite von dem Rad. Kann ich die drehen, wenn ich sie ausgewählt habe? Ja, klar. Ach, scheiße. Okay. Passt nicht? Zu klein. Ja, ja, ja. Schade. Brauchen wahrscheinlich so ein Viererfeld. Yep. Ich hab's befürchtet, aber ich wollte es nicht wahrhaben. So, ich mache oben schon mal ein bisschen Platz für die zweite Fertigungsstraße. Bzzzt. Da! So, nämlich das Ding hier, was nur Stahlachsen machen kann. Das brauche ich gerade eh nicht. Dann weg. So. Kommt hier nämlich die andere Fertigungsstraße hin. Passt hoffentlich hier hin. Das passt hin. Aber kriegen wir schon. Ja. Und zack. Und zack. Oh. Ah! Zu klein. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Ja, braucht 3x3. Okay, dann muss ich hier noch ein bisschen buddeln. Ich glaube, du brauchst gar nicht so hoch, weil die hier, die beiden, die haben schon wieder 1050. Okay. Ich glaube, das Spiel funktioniert tatsächlich total doof, dass er auf einer Höhe einen riesen Unterschied auf einmal merkt. Was keinen Sinn ergibt. Aber ist ja egal. Wir brauchen insgesamt 24.000 Energie. Boah. Wie viel haben wir aktuell? 10.000, also knapp die Hälfte. Ich meine, gut, ich habe auch noch 7 Windräder gerade in der Produktion. Das heißt, dann kommen wir auf 17.000. Also wir haben beim nächsten Mal sicherlich die 24.000 zusammen. Ein paar Windräder muss ich gleich nochmal anstellen. Dafür brauche ich, glaube ich, nochmal Advanced Circuits obendrauf. Guck mal eben. Ja, und ich glaube, ich mache nochmal zur Sicherheit ein paar Getriebe fertig. Das wird, glaube ich, hier unten irgendwo. Ja. So, so. Ich buddel schön von A nach B. So, hier mal. Schwupps. Getriebe machen. Ah, die scheiße Roots hier. Da stand mal ein Kaktus und man hat den Stamm nicht weggebuddelt. Und der geht jetzt die ganze Zeit im Weg um. Wie muss ich denn noch anstellen dann? 7, 8, 9, 10. Dann brauche ich nochmal 7 quasi. Und für 7 Windräder brauche ich. Auch pro. Ja, hier gucken. 8 Stück brauche ich insgesamt dann noch. Okay. 8 Stück. ...1050 hat es jetzt da oben. Ja, sehr schön. Dann versuche ich jetzt auch mal... So. Ach, so scheiß Baum, ey. Mm-hmm.
Ich stelle es jetzt einfach mal eins höher. Ja. Was ist das? Diese Empore einfach. Wow. Und eins reicht wahrscheinlich einfach. Ja, glaubst du nämlich auch was. So, wie sieht's denn jetzt bei denen hier hinter aus? Ah, guck mal, der hat immer noch 1050 und wie ist bei dem? Auch 1050, okay. Ach so. Ja, eins reicht. Wow. Ich überleg nur gerade. Auch bei 1050. Warum haben die jetzt hier wieder 9350 insgesamt? Wie viel haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Aber wie kommt dann die Zahl 9350 zustande? Haben wir noch irgendwas anderes, was elektrischen Strom produziert? Naja, die Dampfmaschinen theoretisch, aber die sind halt nicht an. Ich weiß jetzt nicht, ob er die damit reinrechnet. Stromnetz ist deaktiviert. Ja, wobei, die bringt... Ja, okay, doch, die bringt auch nochmal 1000. Nee, aber er kann die eigentlich nicht da reinrechnen. Dann wären es auch mehr als die 9350. Ich weiß es nicht. Haben wir noch irgendwo... Da hinten sitzt noch, steht, glaube ich, nichts mehr. Ah, ich hänge fest. Hilfe. Unser Windpark, ey. Ja, der ist aber nur zweckmäßig. Wir brauchen halt Energie. Ich so kack Laser. Nee, ich finde cool. Ich mag Windpark. Aber das... Aber warte mal. Hast du das eine Windrad deaktiviert? Weil das da oben dreht sich überhaupt nicht bei mir. Nee. Dreht sich das bei dir? Nee. Warum dreht sich das nicht? Diese Treppe hier einfach. Das ist ausgeschaltet. Oh, ich habe nichts gedrückt. So, jetzt habe ich es eingeschaltet. Jetzt müsste es gleich anfangen. Ja. Also ich habe nichts gedrückt. Jetzt haben wir auch wieder über 10.000. Merkwürdig. Yay. Dann hat er, dann kann es doch sein, dass er die beiden Dampfmaschinen schon mit reinrechnet. Weil dann passt es nämlich wieder. Ja, die können wir dann auch einfach auch mit anschalten, oder? Weil die brauchen Kohle. Ja, die stellen sich automatisch an. Die haben Kohle. Müssten eigentlich Kohle drin haben und wenn nicht, kann man welche reinwerfen. Aber ich mache extra mehr Windräder, als wir brauchen. Also ich mache jetzt nicht Spitze auf Knopf Windräder. Ich hab jetzt mehr Advanced Circuits und sowas gemacht, weil das dauert nur eine Minute länger, wenn davon 10 mehr zu machen. Und da habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf. Dann gehen wir auf Nummer sicher. Wenn dann aber richtig. Ja, bin ich auch für. Ja. Bevor wir nachher dann da stehen. Oh, uns fehlen 1000. Ja, ich mache nochmal eben Windrad. Dauert nochmal 20 Minuten. Wäre jetzt nicht kriegsentscheidend, aber... Also wenn ich bin auch eher der Vertreter für von sicher ist sicher. Ja, und ich denke mal, wenn wir jetzt gleich noch die Sachen anstellen, also die Laser und so weiter und die Windräder, dann ist das, was halt zeitfressend ist, weg. Das heißt, dass wir... Ich denke mal, wir brauchen aber noch eine Steuerung für die Laser. Irgendwie müssen wir die Laser aktivieren. Und ich meine, da war irgendwas mit Steuerung. Also, ich denke mal, dass wir dann nächste Mal nur noch die Steuerung irgendwie machen müssen. Guck aber mal, kann man hier irgendwo schon steuerungsmäßig was machen? Was ist das? Nee, das ist was anderes. Great Electronic. Was ist das? Nee. Ich meine, hier gäbe es natürlich noch richtig coole Sachen, die uns die Fertigung alles erleichtern würden, auf lange Sicht gesehen, aber die brauchen wir ja alle nicht. So. Aber warte, ich guck gleich weiter. Die eine Fertigungsstraße ist nämlich jetzt fertig. A Computer Lab. Hast du jetzt gerade gegoogelt? Nein. Wow, sieht das. Also hier ist aktuell null Durchgang mehr. Ist super hässlich. Im Electronics Assembly, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das müsste aber Elektronikfertigung sein, aber da war nichts. Wie hieß das? Computer Lab.
Das ist so ein kleiner Tisch mit einem PC drauf. Ein Ort, an dem du den ganzen Tag sitzen und Videospiele spielen kannst oder Expertenforschung betreiben kannst. Aber hab ich das nicht gemacht? Was ist denn das da oben gewesen? Was ist denn das? Ach, das war ein Laboratorium, was ich gemacht habe. Okay, Computerlabor. Ach, easy. Gut, der dauert 33 Minuten, den muss ich dann beim nächsten Mal machen, aber scheiß drauf. Ansonsten haben wir da alles zusammen für. Na, guck. Dann wissen wir das auch schon mal. Damit die nächste Aufnahmesession nicht nur 20 Minuten geht. Ja. Okay, so. Er macht jetzt gerade die... Was ist denn das hier? Achso, nee. Achso, doch, er ist jetzt gerade bei den Advanced Circuits. Wenn die fertig sind, dann kann ich die Laser anstellen. Und dann warte ich nochmal die 4 Minütchen ab. Dann kann ich nämlich nochmal die Reihe... von den Windrädern anstellen. Und dann sind wir fertig. Wupp, wupp. Das nicht in der Tasche haben. Ich stelle das jetzt hier oben hin. So, Dali. Das läuft jetzt hier alles durch. Es geht auch die Erde, glaube ich, weiter weg, ne? Oh. Oh? Ist so gut. Ja, ich hab... Ach, ich stelle hier irgendwie komisch Sachen hin. So, dann kommt man hier hoch. Weißt du was, ich mache den einfach zur Seite. Kommt der hier hin. Der Blutmehldünger läuft auch durch. So. So ist besser. Wenn es großen Unterschied macht, aber spielt ja keine Rolle. So, ich kann ja schon mal wieder ein paar Windräder hinstellen. Drei Stück jetzt alles. Sind wieder fertig. Njum. Alter, dieser Windpark. Kommst raus, dann erstmal eine ganze Batterie Windräder hier stehen. Aber das ist schön. Ich mag so Windräder total gerne. So, ich brauche jetzt noch da die grundlegende Dendrologie 15. Nein, 24. Dafür fehlt mir Holz. Ich bin zu hungrig zum Essen. Zu hungrig zum Essen? So hungrig zum Arbeiten. Wow, also wenn es soweit ist, Chi, dann hast du es durchgespielt. Ja. Okay, 1050, das ergänzt ja auch immer, ne? Ich muss ja gucken. Oder? Hat er es jetzt ergänzt? Okay, ja. Und ich brauche auch noch fortgeschrittene... Mach 13.000. Brauche ich wieder Holz? Ist hier irgendwo noch ein Wagen frei? Nee. Ist die Frage, ob wir überhaupt noch Wagen besitzen? Ich weiß nicht, was mit den ganzen Wagen passiert ist. Ja, die stehen immer überall als zusätzliches Lager. So, ich muss ja noch die Lagerplätze anschließen hier. So. Ah, dann hole ich die einfach zu Fuß. Das Holz. Es fehlen ein paar Stahlbarren. Soll mal schnell Stahlbarren machen. Na, 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 na. Na, 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 schnell hier eben mal 10 Brandkalk. Na, na, na. Ach, der ist ja leer. Lol. Dann nehme ich doch den Wagen. Oh. Chi? Ja? Brauchen Kohle.
Nicht viel. Kohle. Ein bisschen. Ich laufe. Ich sehe gerade, ich habe keine Kohle mehr zum Stahl machen. Ich muss jetzt schon aus der Maschine was rausnehmen. Ich laufe. Hurtig, hurtig. Nicht viel, meinst du? Nö, nicht viel. Also ich habe jetzt. Wie viel denn? Ach, zwei, drei Hände voll. Okay. Problem ist, die Zahlen sind immer so klein. Das heißt, du kriegst die ganze Zeit vor deinen Bildschirm. Ein bisschen gerade, ja. Ich glaube, ich hatte nur eins. Ja, okay. Wir haben schon genug Stahl. Eine Handvoll reicht. Okay, gut. Dann brauche ich den Wagen nicht, weil den Wagen, der hat sich gerade nicht steuern lassen und ist jetzt irgendwo versenkt. Was? Zu deiner Erklärung, wo die ganzen Wagen hin sind. Was? Also, ja, auch wenn wir... Ich hasse die Wägen. Chi, auch wenn wir zum Ende hin arbeiten, es gibt Prinzipien und das ist definitiv eine Grenze, die du nicht überschreiten solltest mit den Wagen, ja? Also, die haben auch Gefühle, da sitzen... Nein. Hart arbeitende Lastkraftwagenfahrer drin in den Wagen und arbeiten halt dort, indem sie soll erfüllen und machen und tun und Kniespelknaspel. Also das ist jetzt 21er Stack. Dankeschön. In deinem Lager. Dankeschön. Na, sehr gut. Nimm ich den nochmal direkt wieder raus und pack den da wieder zurück rein. Sjudeli. Wie lange brauchst du denn noch? Also er ist gleich mit dem Auftrag durch für die Laser und dann brauche ich noch 4 Minuten für die anderen Advanced Circuits, dann kann ich die Windräder noch anstellen. Alter, das Spiel verarscht mich. Warum? Weil jetzt der scheiß Wagen umgekippt ist. Weil wieder irgendein Mistvieh dran vorbeigefahren ist. Weißt du, das soll mal ruhig bleiben. Das soll mal dieses Spiel genießen. Am Arsch. Njum. Jetzt mal eine Sekunde noch, ich kann gleich die Laser anstellen. Yay. Und am Ende brauchen wir nicht 4 Laser, sondern 8. Weil sie es geändert haben. Oh Gott. Dann weine ich. Ah. Die Bäume sind bei mir wieder weg. So, ich stelle jetzt... Ich glaube, ob so 2 Stunden mag mein Spiel einfach nicht mehr. Aus Prinzip. So, 4 Laser sind angestellt, G. 1,5 Stunden dauert sogar nur mit dem Upgrade 4. Yay. Das heißt, wir sind fertig für heute? Nein, ich muss die Windräder doch noch anstellen. Ach so. Entschuldigung, ich dachte, Laser wären das letzte. Nee. Die Windräder kommen gleich noch. Dann sind wir durch. Noch ein paar Mal hin und her laufen. Du kannst ja mal gucken, ob es 4 Laser sind am Ende, die wir brauchen. Wenn wir unsere Euphorie bremsen müssten, dann wäre es doch schön, wenn wir es heute machen und nicht erst beim nächsten Mal. Nee, 4 Lasers and a computer lag. Okay. Guck mal, 4 Laser sind. Noch offen hatte. 4 Laser sind in der Mache. Das Computer Lab kommt beim nächsten Mal. Da muss ich dann noch mal ein paar Advanced Circuits für machen. Das ist aber nicht das große Problem. Also im Worst Case müsste ich für die Advanced Circuits nachher wieder neue Substrate machen, dafür neuen glasfaserverstärkten Kunststoff, dafür neues Kunststoff abbauen. Aber all das ist überschaubar und sollte irgendwo innerhalb von 1 bis 1,5 Stunden machbar sein. Wie hier einfach 2 Fertigungsstraßen am Arbeiten sind. Hoppala. Schön. Auf aus den Tomaten gepflückt. Während ich eigentlich Holz aufheben wollte. Achso, das ist mir glaube ich auch sogar schon mal passiert hier im Spiel.
La 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 la. Na da da. Und sonst, Chi? Ja, der Wagen liegt immer noch auf dem Rücken. Ah, der hat auch abgeschaltet. Ja, deswegen muss ich hier jetzt zu Fuß laufen. Vor Lasers. Alter, das meiste Holz ist halt jetzt wieder einfach verschwunden. Das kommt so an. Aber warum hat das Spiel bei dir eigentlich immer so Probleme? Ich meine, streng genommen bist du sogar der Host. Also von daher. Ich weiß es nicht. Weil es mich nicht mag. Wahrscheinlich, weil du immer so böse Sachen zum Spiel sagst. Das hört zu. Das ist genauso wie mit Pflanzen. Manche Leute sagen zwar, ach Quatsch, das sind nur Pflanzen, die haben keine Gefühle. Doch, haben sie. Und Spiele auch. Auch Spiele fühlen, was du sagst. Oh. Ist gleich fertig, Jean. Du. Du, du, du. Dann rennen wir halt doch mal hoch. Was braucht ihr denn jetzt wieder? Siehst du mich verkackeiern? Warum geht's da nicht weiter? Palps. Fehlt schon wieder Palps. So, kein Stahl mehr. Stimmt ja, wir brauchen Stahl. Okay, das muss ich jetzt gerade mal eben durchrechnen. Okay, tut mir leid, dass es jetzt eine Minute länger dauern wird. Aber das ist wichtig, weil ansonsten haben wir nämlich hinterher das Problem. Dann hätten wir jetzt eigentlich auch zwei Folgen draus machen können. Fast, ne? Ja. Ich muss Stahl. Okay. 48 Sekunden. Muss eben kurz noch was anstellen. Ein bisschen Stahl zumindest. Ich werd nächste Mal noch einen Teil Windräder machen müssen, Team. Nützt nix. Ist okay. Ich will jetzt noch ein paar anstellen, dass wir zumindest, ne, jedes Windrad, was ich jetzt anstelle, das spart uns am Ende nachher irgendwie 15 Minuten pro Windrad. Geht ganz schnell. Muss eben kurz ein bisschen Brandkalk machen, das dauert nicht mal eine Minute. Noch 20 Sekunden. Stelle ich noch Stahl an. Und wenn ich jetzt schludere, dann loggen wir uns nächste Woche ein, dann sagt er, ich hatte nicht mehr genug Ressourcen, um das fertig zu machen. Ich hack einfach weiter, Pulps. Pulps! Oh, naja, gut, wow, ist jetzt so wahnsinnig viel. 10. Also nächstes Mal werde ich auf jeden Fall wieder Kohle brauchen. Das ist okay. So, das waren nochmal 10 dazu. Ich glaube, der hatte 84. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie viel ich vorher hatte. Mist. 84, ich glaube, ich hatte noch so um die 20, hatte ich noch zur Verfügung. Nochmal 10. Eigentlich brauchte ich... Das ganze Scheißholz wieder weg, ey. Der Wald und ich werden aber auch keine Freunde mehr. Also ich fertige jetzt gerade spitz auf Knopf. Es müsste reichen. Mit dem Stahl. Und dann wäre es so, dann hätten wir die Laser und genug Windräder. Zur Not muss ich dann nächstes Mal nochmal was nachmachen. Ich muss nur 5 Millionen mal noch auf Work drücken, aber haben wir sofort. So, okay. So, dann wäre das erledigt. Dann können wir jetzt Siesta machen. Yay, okay. Dann laufe ich jetzt nicht nochmal. Alchi, hallo. Hi. Muss dann ja wieder... Noch aber eine längere Folge? Ja, wir haben eine längere Folge, das ist okay. Ja. Und ja, dann... Alter, wie der Wind war von hier aussieht. Ich sehe einfach nur einen Haufen Räder, die sich drehen.
Ja, dann, liebe Freunde, stellt euch drauf ein, dass nächste Aufnahmesession dann die letzte sein wird für Eco, dass wir es dann nach über 100 Folgen dann zu Ende gebracht haben, dieses Projekt. Und yes. Die Laser sind am Laufen, Windräder sind am Laufen, wir müssen noch ein Computerlabor machen, aber alles kleine Fische. Insofern sagen wir mal, bis zur nächsten Folge. Ja, bye bye und gute Nacht. Wolle, vielen Dank für deinen Follow auf Twitch. Aber ich stream doch gar nicht. Was zur Hölle? Das habe ich auch schon aufgehabt. Aber warum? Ich, weiß ich nicht. Also, danke schön. Ist, ja. Und, ist angekommen. Bis zur nächsten Folge, Freunde.